So, hallo Leute. Heute geht es mal um die IBCAs. Focus. Und ja, jetzt hier von MyProtein. Also generell ist das, denke ich mal, einfach eine Sache, die man mit BCAs macht, nämlich die zu instantisieren. Die sollen sich dann angeblich besser auflösen. Und ja, vor einiger Zeit gab es bei MyProtein 40% auf BCAAs. Und da habe ich mir einfach mal gedacht, okay, probierst du das gleich aus? Was ist denn der Unterschied zwischen normalen BCAAs und IBCAAs? Lösen die sich wirklich besser auf? Lohnt es sich, die zu kaufen? Weil die IBCAAs sind ein kleines bisschen teuer, aber auch nicht viel. Ich glaube irgendwie 15 und 17 Euro oder so. Und auf jeden Fall, das hier habe ich halt die IBCAAs in Berry-Geschmack gekauft. Und die normalen BCAAs sind saurer Apfel. Man hätte es natürlich noch besser vergleichen können, wenn das beides derselbe Geschmack war. Aber ich wollte, wenn ich mir schon zwei unterschiedliche Dinge kaufe, auch zwei unterschiedliche Geschmäcker haben. Und naja, auf jeden Fall, so sehen die beiden aus. Und ihr könnt wahrscheinlich schon erkennen, was wohl saurer Apfel und was wohl Beerengeschmack ist. Und entsprechend, was die IBCAAs sind und was die normalen BCAAs sind. Und ich muss sagen, die lösen sich beide perfekt auf. Komplett. Ich merke keinen Unterschied. Und von daher wäre mein Fazit zu den IBCAAs, wenn es jetzt wirklich nur die bessere Löslichkeit sein soll, besser als das geht eigentlich nicht. Also es löst sich komplett auf. Ich habe echt, also ich habe ernsthaft keinen Unterschied gemerkt. Habe das mehrmals getestet, weil ich echt dachte, hä, komisch. Und deshalb, Leute, bleibt bei normalen BCAAs, ne? Denkt euch das I einfach weg. So. Bzzz. Kein I. Spart ihr ein bisschen Geld und sowieso. Und zu dem Geschmack kann ich sagen, Beeren finde ich jetzt nicht so übergeil. Saure Apfel persönlich finde ich richtig gut. Und jeder Geschmack ist natürlich unterschiedlich, aber keine Ahnung, dann ist es jetzt eigentlich vollkommen wurscht. Nein, auf jeden Fall, ich bleib's dabei. Vielleicht habt ihr einen ähnlichen Geschmack wie ich. Saure Apfel finde ich richtig gut. Beeren nicht, das ist natürlich ein bisschen schade, dass ich jetzt da 500 Gramm Beeren gekauft habe, was nicht so gut ist, aber sonst. Also, das war's. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. IBCAs sollen sich besser auflösen, aber normale lösen sich auch super auf. Von daher, tschüss.